Guten Morgen, Spindelwitz und Bummelfurz. Es ist Freitag und mein Horoskop sagt mir, dass ich heute ein Video machen werde. Boah, stimmt voll. Nein, Spaß. Mein Horoskop sagt, du wirst heute einen ganz besonderen Menschen treffen. Und was soll ich sagen? Heute Morgen habe ich doch wirklich einen erwachsenen Mann dabei überrascht, als er auf dem Obi-Parkplatz hinter seinem Auto Pipi gemacht hat. Ein ganz besonderer Mensch. Kommen wir zur heutigen Frage. Dr. Alvesen, was tut man gegen viel zu strenge Eltern? Heißer Lisa, sprichst du etwa von Eltern im Allgemeinen oder sprichst du von deinen Eltern? Sagen wir mal von Eltern im Allgemeinen. Aber... Okay, deine Eltern. Im Allgemeinen. Nun, Luisa, deine Eltern im Allgemeinen hast du dir ja deshalb ausgesucht, weil du, bis du so richtig groß und stark bist, einfach jemanden brauchst, der dich füttert, dir ein Dach über dem Kopf gibt und dich am Wochenende zum A10-Center in Wildau fährt, damit du mit deiner Freundin Annabella bei einer gemütlichen Dose Monster ausgiebig über die Jungs in deiner Klasse reden kannst. Und wahrscheinlich erfüllen dir deine Eltern auch die meisten dieser Herzenswünsche. Aber sie tragen nun mal rein biologisch seit deiner Geburt etwas in sich, das nennt man Verantwortungsgefühl. Das ist eine ganz furchtbare Angelegenheit, die dazu führt, dass deine Eltern dich vor den Gefahren des Lebens zu beschützen versuchen. Ich weiß, wie schrecklich. Und was noch viel schlimmer ist, sie werden auch immer wieder versuchen, dich zu erziehen. Um Himmels Willen! Verstärkt wird dieser Drang noch durch die Tatsache, dass sie dich ja schon aus der Zeit kennen, als du alleine nicht einmal laufen, essen oder kacken gehen konntest. Und irgendwie sehen sie dich vermutlich auch heute noch so. Als das kleine Mädchen, das nicht alleine kacken gehen kann. Oder so ähnlich. Naja, jedenfalls bei dieser Sache mit der Erziehung gibt es ebenso unterschiedliche Stilrichtungen. Zum Beispiel die anti-autoritäre Erziehung. Hey Papa, ich geh mit den Jungs noch ein bisschen Basejumping. Na klar, mein Junge, geh ruhig. Du musst ja deine eigenen Erfahrungen sammeln. Moment mal, du bist doch erst 7. Naja, das Kind wird schon wissen, was es tut. Es kann schließlich rational denken. Oder der laissez-faire Erziehungsstil. Hey Papa, ich gehe noch auf eine Party ein bisschen saufen. Mhm. Vielleicht Drogen ausprobieren. Mhm. Und dann wollen wir uns der Fremdenlegion anschließen und in Somalia gegen Terroristen kämpfen. Na dann geh doch jetzt endlich, ich habe ja zu tun. Diese Erziehung nennt man auch die laissez-faire mich in Ruhe Erziehung. Naja, und deine Eltern haben dann wohl eher den autoritären Erziehungsstil. Der Tom aus meiner Klasse hat Geburtstag und... Du bist um 19 Uhr zu Hause. Sonst schneide ich dir ein Ohr. Nicht so schlimm wie der psychopathisch-autoritäre Erziehungsstil. Du bist um 19 Uhr wieder zu Hause, sonst schneide ich deinem Affen ein Ohr ab. Und mit jeder Minute, die du dich verspätest, kommt ein Körperteil hinzu. Außerdem will ich 1 Million Euro in kleinen, unmarkierten Scheinen. Du hast bis heute Abend Zeit, das Geld aufzutreiben, also beweg dich. Aber ich bin doch erst 7. Deine Eltern sind eben besonders streng in der Erziehung. Ein bisschen so, wie mein Auto mich besonders streng erzieht, wenn ich nicht spure. Inspektion! Jetzt! Sofort, habe ich gesagt. Sonst kannst du das mit dem zur Arbeit fahren bald vergessen, mein Freundchen. Geben dir deine Eltern klare Regeln vor und setzen sie dann konsequent um, dann ist das erst einmal eigentlich ganz gut so. Nur wenn diese Regeln etwas zu streng gefasst sind und zum Beispiel nicht ganz altersgerecht sind. Dieses Computerspiel mit dem Schießgewehr ist wirklich nichts für kleine Kinder. Ich bin 23, Mama. Und jetzt geh mal aus meiner Wohnung raus. Oder wenn dir deine Eltern nicht so richtig vertrauen wollen. Ja, Müller hier, ich wollte nur einmal fragen, ob meine Tochter wirklich auf der Geburtstagsfeier ihres Sohnes ist. Ja, klar. Und sie trinkt auch kein Bier. Und ist sehr brav. Ah, dann ist ja gut. Warte mal. Ja, in solchen Fällen spricht man heutzutage wohl von einer etwas zu autoritären Erziehung. Was kann man nun dagegen tun? Du solltest wohl zunächst das Vertrauen deiner Eltern gewinnen. Wie ein weiser Mann einmal sagte, kann man Aufrichtigkeit nicht kommunizieren und deshalb gewinnt man Vertrauen auch nicht mit schönen Worten, sondern mit Tatar. Taten. Am besten hältst du dich wohl also erst einmal für einige Zeit sehr genau an die Regeln deiner Eltern. Kommst pünktlich nach Hause, machst brav deine Hausaufgaben und so weiter. Wenn deine Eltern dann wissen, dass sie dir vertrauen können, solltest du mit ihnen über eine Lockerung der Regeln reden. Du kannst ihnen zum Beispiel sagen, dass du dich ausgeschlossen fühlst, wenn du all die Sachen nicht machen darfst, die deine Freunde schon machen dürfen. Aber Marlene von nebenan hat auch einen 20 Jahre älteren Freund. Wieso darf ich nicht? Marlene von nebenan ist ja auch schon 77. Habt ihr auch strenge Eltern oder eher so laissez-faire mich in Ruhe? Ich persönlich bin ja jetzt eher der autoritäre... Inspektion! Jetzt! Ja, okay. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dann endlich mit dem 3-Wörter-Video.